einfach ein Muss. Opa. Wie wäre ich Superman auf Fisch? Nur kann ich halt leider nicht fliegen oder schweben oder irgendwas, wenigstens zumindest, damit ich sagen könnte, es kommt vielleicht in der Nähe hin. Nee, nicht mal ansatzweise. Nicht einmal ansatzweise. Opa. Oh, das ist jetzt geil gewesen. Ich wollte jetzt testen, ob ich rutschen kann oder nicht. Da wären wir. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber definitiv gespannt. Der Himmel schaut aber ein bisschen dezent sehr scheiße aus. Wie schaut der Regen aus, Alter? Ach du Scheiße. Ah, Clea, sehr gut. Sehr gut. Gut zu wissen, sehr gut zu wissen. Passt, dann können wir sogar schon bald wieder die nächste Mission machen. Wakako schickt mich. Wakako? Wakako Okada? Hat sie dir gesagt, wie das Ganze ablaufen soll? Boah. Ich soll anscheinend jemanden umbringen. Nein, nicht nur jemanden. Joshua Stevenson. Ein scheiß Mörder. Ich erzähl's dir gleich. Steig ein. Du fährst. Ja, jetzt bin ich immer gespannt. Na dann, rein in die Olga. Ah. Und mein Tochter kommt die. Er fährt jetzt aber wurscht. Ja, passt. Wortpulli. Dauert nur ein bisschen. Hi. Sie sollen diese Straße entlang kommen. Wir warten einfach, bis sie da sind und folgen ihnen. Was? Ich will sehen, wie das Licht in den Augen dieses Wichsers ausgeht. Wow, wieso? Das ist jemand dezent hart auf ihm. Das ist jemand dezent sehr, sehr hart auf ihm. Warum genau willst du ihn tot sehen? Das geht dich nichts an. Ich weiß aber lieber, worauf ich mich einlasse. Stevenson hat meine Frau ermordet. Die haben ihn verurteilt, er saß im Todestrakt. Aber der Schleimbeutel hat sich da irgendwie rausgefunden. Wundert mich nicht. Hätte ich auch so reagiert. Würde ich auch wollen, dass ich hier im Heim trage. Moment, Stevenson ist nicht allein. Beziehungsweise ich überreiche ihm hier sogar ein Geschenk. Gott sei Dank hast du es gemacht. Heute sterben. Nur er. Wer fährt mit ihm? Haben die Knaben dabei? Normale Leute. Wenn wir denen Angst machen, werden die keinen müden Finger heben. Wie definierst du normal? Konzernratten. Die ihn rausgeholt haben. Die würden ihre Mütter verscherbeln, um ihre Haut zu retten. Schieß einfach nicht auf sie. Der Plan klingt ziemlich unausgereift. Das gefällt mir nicht. Was soll das bitte heißen? Erstens exekutiert man niemanden auf offener Straße. Und zweitens könnten sie entkommen. Du verstehst nicht. Ich gebe mein ganzes Gespartes dafür her. Das sind sie. Gib Gas! Okay. Ich wollte gerade sagen, ist da noch jemand, der was sie verfolgt? Nee, also eh nur wir. Jo, genau, 120 verschiedene Wichser sind jetzt plötzlich im Weg. Alles klar. Also, bleib mal ruhig. Alter, wo ist es auf der Straßenheit los? Alter, das Spiel macht das, glaube ich, mit Absicht. Das Spiel macht das fix mit Absicht. Dass es mir irgendwie Sachen in den Weg stellt, damit ich ja nicht ans Ziel komme. Was ist heute los, Gabe? Was ist heute los? Die ganzen Leute fahren wie die Wahnsinnigen. Das gibt's nicht. Normalerweise sind die nicht so. Normalerweise sind die überhaupt nicht so. Schau, die fahren alle wie die Gestörten. Die fahren komischerweise jetzt alle wie die Gestörten. Schau dir das an. Normalerweise machen die sowas gar nicht. Verdächtig. Echt? Echt sehr verdächtig. Bleib an ihm dran. Ja, ich chill da einfach mal. Bruder. Ich mach in mein Tempo. Schau, wie mich da einen überholen will. Was ist da los auf der Straße? Wie die größten Gestörten. Plötzlich auch. Abriegelung der Straße. Okay. Ich glaube, der hat mehr als wir nur deine Frau haben dort, kann das sein? Das taugt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Okay.
Okay. Einfach mal aufploppt und dann wieder weg. Alles klar. Perfekt. Das kann ja wieder was werden. Das kann ja wieder was werden, ich sag's echt, Leute. Aber ist cool, auch mal so eine Art Verfolgungsjagd und alles drum und dran. Ist ja auch was Feines. Ist ja auch was Feines. Sagt mir volle Wisch. Was für ein Zufall aber auch. Ich mach den Wichser persönlich kalt. Viel Spaß. Ich folge dir einfach mal. Ich werde tun. Ich werde dich viel Spaß, Brudi. Viel Spaß. Dich einmal aus dem Hamtras. Dich einmal. SCPD, stehen bleiben. Lieutenant Vasquez, SCPD, stehen bleiben. Du beschützt einen Mörder. Verlässt nur, oder ich schieße. Warte! Nein, aufhört, genug des Blutes! Sie sind hier, um dich zu töten! Sie können nichts dafür! Erschieß den Mann und das war's mit dem Deal! Vasquez! Schieß! Klar! Wir sollten uns alle gegenseitig abballen! Wie erklären wir das eigentlich unserer Chefin, dass unser Auftraggeber dezent gestorben ist? Vor unserer Nase? Wir sind echt guter Bodyguard! SCPD! Bleib wo du bist und schaff den scheiß Laster aus dem Weg! Wir nehmen ihn Bodyguard. Mit! Was? Ich geh nirgendwo hier! Jemand wollte gerade das wollen wir jetzt aber auch gerade. Wieso wollt ihr mich mitnehmen? Ihr wollt mich mitnehmen? Gregor, ich brauche dich. Einen Anschlag auf das Ziel verhindert. Moin, Tiggy! Servus, grüß dich, was grüß dich, wie geht's dir so? Schön, dass du da bist, aber ich brauch dich. Was wie bitte? Wirklich niemand wird dir ein Haar krümmen. Das ist keins von unseren Autos und lock dich aus. Das darf nicht auf uns zurückfallen. Niemand wird dir ein Haar krümmen. Sag das einmal meinem Auftraggeber, der ist. Du sollst dich fallen lassen! Es ist beinahe, es ist eiskalt hier. Was ist da los? Quasi. Nur zum Mitschreiben. Ich habe einen Auftrag gekriegt von einer Tante. Die hat mir gesagt gehabt, hörst du Bulle, schau hier, der hat einen Auftrag für dich. Du musst jemanden töten. Das ist der im Links. Mit dem linken orangenen Anzug da. Okay, passt, denke ich mir so. Okay, passt, super, gehen wir hin. Ja schon, ich habe morgen die Tricks und das. Steigt aus dem Auto, dem NPC-Haverer. Der Polizisten-Haverer steigt aus. Zack, bumm. Headshot. Dann mal so, okay, ich glaube, das war's jetzt gerade mit meinem Auftrag. Und dann beginnt er noch so plötzlich so, ja, Budi, ich brauch dich. Und ich mir so denke, für was brauchst du mich jetzt? Und dir wird kein Haar gekrümmt. Das sagt das mal mein Auftraggeber. Der ist mausetot. Das freut mich aber auch gerade. Was ist hier los? Was soll die Scheiße? Wie heißt du? Wie? Josh Stevenson. Aber das weißt du sicher schon. Dein Partner, wie war sein Name? Bill Jablonski. Klingelt da was? Ja. Leider. Ja, dass seine Frau haben trat. Wir uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Moment mal, du bist wie? Ich habe von dir gehört. Kann ich von dir nicht gerade sagen. Wieso hat plötzlich jeder von mir gehört? Das ist eine Bedrohung. Ich will ihm einen Job geben. Gott, lehr mich Geduld. Endlich mal was, das nicht nach Langeweile stinkt. Korn könnte ich den ganzen Tag zugucken. Johnny mal wieder, ab Johnny. Das frage ich mich jetzt aber auch. Ja, was willst du überhaupt von uns? Sagst du mir auch, was du von mir willst? Tja, Rachel hat zur Abwechslung recht. Wir können nicht hier bleiben. Komm mit uns. Ich erzähle dir alles, was du wissen musst unterwegs. Wer muss sich entschieden widersprechen? Na klar. Leider hast du hier nichts zu melden. Ja, es reicht. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht.
Aber wenn du nicht mitgehst, rede ich nie wieder mit dir. Oh, wenn du... Oh, dann muss ich mitgehen. Das kann ich nicht so stehen lassen. Beweg dich. Wir sind spät dran. Hast du schon mal etwas erlebt, das die Bedeutung deiner Existenz und dein ganzes Leben verändert hat? Bist du dezent auf irgendeinen Sekten-Scheiß eingefallen, kann es vielleicht sein? Wie? Kann man so sagen. Ja. Dann wirst du genau verstehen, was ich zu tun versuche. Vor 12 Jahren wurde ich für bewaffneten Überfall ins Gefängnis geschickt. Und andere Sünden. Ich habe viele Menschen kaltblütig ermordet. Wie nett. Damals hat mir das nichts bedeutet. Aber hinter Gittern hat man viel Zeit zum Nachdenken. Irgendwann beschloss ich, all meine Fehler zu korrigieren. Warum hast du es getan? Ich hatte eine Waffe. Mir gefiel nicht, wie sie mich ansahen. Und ich hatte die Macht, sie zu töten. Ich sehe immer noch ihre Gesichter als ich. Sie sind wie Standbilder. Gott, gib mir die Kraft, nie zu vergessen. Das frage ich mich jetzt aber auch. Wieso erzählst du mir das Ganze jetzt? Ich verstehe immer noch nicht, wieso du mir das erzählst. Ich will, dass du verstehst, warum ich das tue. Warum du die Leute antwortest hast. Bleib heute bei mir. Und ich bezahle dir, was immer man dir für meinen Tod versprochen hat. Ich glaube, ich höre nicht recht. Mit welchem Geld denn? Nicht mit meinem. Mit dem des Studios. Die werden zahlen. Ja. Für den Bonus mache ich definitiv mit. Für einen Bonus mache ich alles. Ich weiß immer noch nicht, was du von mir willst. Bleib an meiner Seite und rede mit mir. Das ist alles. Es ging ihm irgendwie einfach viel zu einfach. Das ging einfach viel zu einfach. Bleib bei mir, bleib in der Nähe. Wie? Wieso? Bist du einsam? Ja, das bin ich. Psst, na, ich will erst Vollgas geben, oder? Bist du eppert? Nicht schlecht, nicht schlecht. Dir ist schon klar, dass mein Auftrag, dich zu töten, noch läuft? Nenn mir einen Grund, das nicht durchzuziehen. Ich? Ein Zucken und du bist tot. Es gibt keinen Grund, das aufzuregen. Ein Fixer kriegt, was er will. Dafür sorge ich. Und wie soll das gehen? Vertrau mir. Alle werden am Ende zufrieden sein. Ich schwör's dir. Ja, ich will unbedingt mitmachen. Allein schon nur wegen Geld. Allein schon nur wegen Geld. Ich will Bonus-Buddy. Ich nur heute? Ich aber sowas von, das 10. Mal bei durchgespielt und ich sieg da mal das erste Mal. Ich hab's dir gesagt, ich habe es dir damals gesagt. Du schaffst 5 Mal durchgespielt, ich schaff einmal. Ich habe es dir damals gesagt, ich habe es dir damals gesagt. Da war auch gefühlt nur am Handy. Oh, interessante Managerin.